Ja? Toto? Ja? Was ist denn los? Hast du noch gar nicht gesehen, dass du die Was? 10.000 Abonnenten Echt? geknackt hast? Oh nee. Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ich hau ab. Oder? Ah nee, falsche Richtung. Wir kommen doch zurück. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Ratoto, beim Clan. Spätzle mit Soße, das habe ich jetzt schon länger nicht gesagt. Und ja, natürlich habe ich es mitbekommen, dass wir die Tage, die 10.000 Abonnenten geknackt haben, die Tage ist gut. Es war, glaube ich, gestern Abend irgendwann oder gestern ganz, ganz spät am Abend. Und ich konnte den Zahlen erst nicht glauben, weil das ging nochmal rückwärts, dann ging es wieder vorwärts. Und ich meine, wenn ich jetzt gucke, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber vielen, vielen lieben Dank für die vielen Kommentare, für die vielen Likes, für die vielen Besucher auch auf meinem Discord. Da geht mal so richtig was ab und ich versuche das immer so ein bisschen quer zu lesen. Das ist gar nicht mal so einfach, kann ich euch sagen, das Ganze in so einen ganz normalen Arbeitstag reinzupacken. Zumal ich die Folgen von gestern ja so ein bisschen, zumindest die zweite Folge, glaube ich, so ein bisschen vorproduziert hatte. Und von daher war mir das gar nicht mal so bewusst erst, aber ich glaube sowieso diesen ganzen Zahlen erst, wenn so ein, zwei, drei Tage gewachsen sind. Aber ich glaube, es ist so. Vielen lieben Dank für die Masse, die diesen Abo-Button gedrückt hat und die so ein bisschen Clash of Clans sehen wollen. Also tausend, tausend Dank dafür. Ich werde euch da mit Storys jetzt zufluten, denn ab 10.000 Abonnenten gibt es eine neue Funktion, aber nur auf Smartphones. Die nennt sich YouTube Stories. Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde das sicherlich mal einbauen, um noch ein bisschen näher bei euch zu sein. Und da seid mal gespannt, wie der Toto das in seinem Alter macht. Ich habe ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob er plötzlich Ü50 trendy ist oder so. Keine Ahnung. Oder ob es nicht mehr so tolle Spiele gibt wie dieses tolle Spiel Clash of Clans. Brawl Stars sei mal dahingestellt. Da seht ihr, glaube ich, am Samstag.